da sind wir wieder und auch wieder ein herzliches Willkommen und phänomenal, dass du eingeschaltet hast zur nächsten Folge auf dem Auftrag des Königs mit der Odyssey, also Odyssey im Auftrag des Königs Salford. Was macht er denn jetzt hier wieder? Dann Dolo, lass doch mal das Vieh in Ruhe, da komme ich eh nicht hin. Ich grüße dich, wie ist dein Name? Mein Name ist Salford. Habt ihr Paladine nicht alle Lord Hagen begleitet? Nicht alle. Dem Ritter Jestan und mir gab Lord Hagen den Befehl, Lord André zu unterstützen. Aus diesem Grunde sind wir hier geblieben. Aha. Ah ja, das ist einer der Erpresser hier. Warum nehmt ihr Ranga aus? So? Tun wir das? Wen meinst du eigentlich mit ihr? Jestan und dich. Du solltest vorsichtig sein, was du da behauptest. Sonst kann es sehr schnell geschehen, dass du Bekanntschaft mit meinem Schwert machst. Also mach, dass du verschwindest. Ui, 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 ui. So, okay, Minecrawler Warrior. Oh, kann ich durchs Gitter ziehen, sehr gut. Was ist, wenn ich das hier aufmache? Ah, geht auf. Guck mal. Da gibt's noch mehr Minecrawler. Mhm. Oh Mann. Ja, gemein. Wo ist dein Dolo? Wir wollen das nicht machen. Wir machen erstmal was anderes. Ja, okay, geht automatisch zu dein Dolo, siehst du? Automatik. Ja, wo ist denn jetzt der andere Ritter, dieser Jestan oder Jestan? Gucken wir mal, wo es den gibt. Der ist bestimmt woanders. Ist er hier irgendwo in der Nähe? Da ist er ja. Mal gucken, was er zu sagen hat. Wer bist du? Ich bin Jestan, ein Paladin des Königs. Warum fragst du? Nun, ich wundere mich, dich zu sehen. Ich dachte, dass alle Paladine Lord Hagen begleitet hätten. Lord Hagen gab mir und dem Ritter Salford den Befehl, Lord André zu unterstützen. Darum sind wir hier. Aha. Und was hat euch Ranga getan? Was hat euch Ranga getan? Ranga? Warum fragst du? Ich finde es nicht in Ordnung, wie er mit ihm umgeht. Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, die dich nichts angehen. Sonst kann ich sehr schnell ungemütlich werden. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Aha, mhm. Da stand gerade eben Ragnar im Dialogtext. Das nur so nebenbei. Tja. Gucken wir mal eben nach hier. Streit zwischen beiden Rittern. Ranga heißt da, siehst du? Das wusste ich. Na, gucken wir mal. Ranga. Ich habe mit den beiden gesprochen. Ich habe mit den beiden gesprochen. Und? Hast du was erreicht? Leider nein. Das dachte ich mir. Mir bleibt also nichts weiter übrig, als mir weiterhin alles gefallen zu lassen. Warte mal. Warum gehst du nicht zu Lord André und erzählst ihm alles? Glaubst du wirklich, dass er mir mehr Glauben schenken wird als Salford und Jestan? Ich bin nur Angehöriger der Stadtwache. Die beiden aber immerhin Ritter des Königs. Und die beiden sind zu zweit, während ich selber niemanden habe, der meine Angaben bestätigen kann. Wenn die beiden nicht so dick befreundet wären, dann könnte ich mich vielleicht gegen sie durchsetzen. Aber so, keine Chance. Aber Roland ist ja pfiffig wie Vicky und hat eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man dir helfen könnte. Tatsächlich? Was hast du vor? Am besten sieht man Zwietracht zwischen den beiden Rittern. Eigentlich bin ich kein Freund von solchen Hinterhältlichkeiten. Aber hier scheint es mir der einzige Ausweg zu sein. Gute Idee. Aber wie willst du das anstellen? Gibt es vielleicht irgendetwas, was Salford oder Jestan besitzen, auf das sie besonders stolz sind? Oder was für sie besonders wertvoll ist? Keine Ahnung. Doch halt! Da fällt mir ein, dass Salford eine besondere Armbrust besitzt, auf die er sehr stolz ist. Die Waffe soll schon sein Großvater besessen haben, der im Ersten Orkrieg gekämpft hat. Dann hütet er diese Waffe wohl wie sein Augapfel. Er trägt sie gar nicht bei sich. Soviel ich weiß, hat er sie in einer Truhe verschlossen, die oben im Turm steht. Du meinst den alten Turm, wo sich auch Larios aufhält? Genau den. Salford und Jestan haben dort ihre Truhen aufgestellt. Sehr gut.
Dann müsste man nur noch Salfords Armbrust in Jestans Truhe verstecken und abwarten, was danach geschieht. Der Plan ist gut. Er könnte funktionieren. Okay, was ist los? Ja, immer langer Vorschlag, Zwitra. Larius Turm, zu knacken ist. Moment, was steht hier? Er berichtet, dass er in Salford besondere Armbrust hätte, auf die er besonders stolz wäre. Diese verwahrt er in einer Truhe, und zwar im Turm, wo sich der Statthalter Larius aufhält. Den habe ich aber hier noch nicht getroffen, oder bin ich jetzt total blöd? Wenn man diese Armbrust in Jestas Truhe im Turm verstecken könnte, würde Salford sicher nicht mehr so gut auf seinen Gefährten zu sprechen sein. Da Jestans Truhe zu schwer zu knacken ist, sollte ich noch seinen Truhenschlüssel stehlen. Ach so ist das. Ach so. Naja, dann legen wir erstmal unsere Fackel ab hier. Gleich ins Feuer werfen. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Ja, ich hab doch nur die Fackel da reingeschmissen. Tja. Übel. Es wäre leicht, seinen Schlüssel zu stehlen. Ach, da steht's doch. Sehr gut. Den haben wir schon. Den Schlüssel. Wo ist denn Jestans Truhe? Im Turm. Im Turm, aber das ist ja nicht der hier. Ja, also den Schlüssel habe ich schon mal. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um, indem wir, soweit ich weiß, da hinten in so einen Weg. Wo doch noch so Skelette und so waren. Ja. Yep. Dandolo kommt mit. Oh oh. Was? Verknüttrig. Da hinten ist es. Da hinten ist dieser lustige Eingang. Scheint wohl noch nichts zu sein, außer Verknüttrig. Und weiter? Weiter weiß ich nicht. Gucken wir mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt da hinein. Tür, ist die verschlossen? Oh Gott. Also soweit ich weiß, ist dahinter sofort irgendwas. Also aus früheren Geschichten. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist da kein Skelett mehr, was mich sofort angreift. Was ist denn sonst hier? Oder war das die Tür? Die Tür wird das gewesen sein. Gehen wir erstmal hier rechts rum. Oh, Tropf, Tropf. Tropf, Tropf. Elixier der Heilung. Und eine Truhe. Die ging gut. Und immer schöne Dietrich mit dabei. Okay, dann Dolo, dann gehen wir mal zur nächsten Tür. Da ist bestimmt was dahinter. Ich glaube, da ist bestimmt was dahinter. Ist das eine Fußmatte? Nee. Was hat er denn jetzt gemacht? Ist ja lustig. Mhm. Hier ist wieder eine Truhe zum Knacken. Shit. Okay. Mann, das habe ich gehofft. Nur auf Corinnes findet man so viel Zeug. Wie Pfeile oder Sprüche. Ich habe ja darauf gehofft, dass es ja in den vorigen Kapiteln auch so wäre. Aber jetzt ist es wirklich gut ausgewogen. Hier ist ein Feld knöterig. Okay. Ja, ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr Gegnerschaft drin. Oder kommt die noch? Schon wieder. Oha. Gucken, geht's hier noch irgendwie weiter? Jetzt wird es ein bisschen vertrackt für mich. Hier ist nix. Und
Ne? Alles nur Trüben. Türen. Und noch... Hä? Bin doch hierher gekommen, oder nicht? Oder was? Oder wie? Nee, doch nicht. Ah, wow. Van und das Bus. Muss auch noch ein bisschen Flavor-Kram da. Dandolo mitkommen. So, jetzt müssen wir uns immer wieder zurückorientieren. So, hier sind wir hergekommen. Ist noch da? Ja, noch da. Dandolo ist noch da. Da muss ich mal eben überlegen, da sind wir her. Also gehen wir mal hier erstmal lang. Nee, ist ja nichts. Ist ja nichts. Tja, die Türen stehen auf. Die Truhe habe ich geknackert. Jawohl. Oh, mal diese Zeit, die hier drauf geht. Nicht gut. So, war es jetzt alles? Ich hoffe, es war es jetzt alles, oder? Zack. Ja, müsste ich auch schon haben. Ja, dann. Mehr war es nicht. Tolle Nummer. Was liegt denn hier noch? Ne, Textur. So, unten hier wieder angekommen. Gucken wir doch mal. Hier rum. Und zwar hier zu diesem Turm. Und zwar da, wo Hakon ist und eine Stadtwache. Hallo. Verdammt, was willst du? Ja, ich will mal gucken, ob du Ware hast. Zeig mir deine Ware. Oh, ein schönes Schildchen hier. Robuster Holzschild. Waffenschutz. Plus 5. Na, ich arbeite nicht mit Schilden. Die schränken mich immer in Akrobatik so ein. So. Gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das wollen wir mal erstmal safen. Und es hat geklappt. Was treibt sich denn hier rum? Stadtwache, ja, die wird wahrscheinlich nur... Hey, du! Flavortext haben. Gut, ich schätze mal nicht, dass die wichtig ist. Okay, hier gibt es nichts. Gibt es hier noch irgendwas zu finden? Das machen wir nachher. Gehen wir erstmal hier rein. Jo. Tür aufmachen bitte. Larios. Ah, hier ist der Larios. Und hier sind zwei Truhen der Ritter. Jestans Truhe und Saalforts Truhe. Aber mal gucken, was der Larios... Schädelspicker? Nee, auch nicht gut. Okay, dann lassen wir mal den Schädelspicker in Ruhe und fragen Larios. Hey, seid ihr nicht der Statthalter Larios? Ja, der bin ich. Zumindest war ich es mal. Aber jetzt bin ich wie alle anderen nur ein Flüchtling. Ach ja. Mit solchen tollen Klamotten? Dandolo, lass uns mal hochgehen. Vielleicht gibt's hier wichtige Sachen. Ja, er kommt mit. Das ist gut. Oh, ist das eng hier. Aber auf dem Turm befindet sich nichts. Okay, jetzt ist es natürlich so, dass wir versuchen müssen, Larios an die Truhen zu kommen. Also bei Larios. Moment mal, kann ich denn hier den Schädelspicker trotzdem nehmen? Weil er ist ja mit dem Rücken zu mir. Nee. Verdammt. Wie hat der Kerl das nur hingekriegt? Dass man das... Okay, pass auf. Die machen es anders. Scheiße, wenn ich eine Runde schlafe. Dann haut mir Dandolo ab.
Und dann müsste ich ja den ganzen Weg wieder hin zum Leuchtturm oder sonst irgendwie was. Menno, Menno, Menno. Das ist jetzt übelst. Weil ich kann ja auch nicht an die Truhen ran, oder? Mal ausprobieren. Okay, geht nicht. Also geht das nur, wenn Lario schläft. Also kann ich hier nicht mehr... Oh, die Tür ist zugegangen. Ja, aber machen wir jetzt. Kann auch nicht den ganzen Tag hier rumgammeln, bis es Nacht wird. Mit Dandolo abhaut. Das geht ja gar nicht. Das Ganze müssen wir jetzt strategisch richtig gut angehen. Tja. Bauernhöfe. Soll ich die Bauernhöfe schon mal anfangen zu befreien? Ich weiß es noch nicht. Hätte ich das gewusst vorher. Dandolo, was machen wir jetzt? Erstmal speichern. Bevor ich es vergesse, werden wir nochmal zu Wulfgar gehen. Und, Wulfgar ist ja hier. Und ein bisschen was mit dem Schwertkampf. Starken Schwertkämpfer, richtig. Das will ich auf jeden Fall mal investieren. Zeige mir, wie ich ein starker Schwertkämpfer werden kann. Viele Tiere sind sehr stark und es ist schwierig, sie zu besiegen. Es hängt dein Leben davon ab, ob du dich gut genug gegen sie verteidigen kannst. Beim Anblick eines gefährlichen Tieres verlässt einen schnell der Mut. Lass es nicht dazu kommen. Ja, ja. Sieh dem Raubtier ins Auge und achte auf seine Bewegungen. Stoß mit deiner Waffe zu, bevor es zum Sprung ansetzt. Beachte dies und du wirst ein furchtloser Schwertkämpfer werden, der auch den gefährlichsten Raubtieren gewachsen sein wird. Na, das sind ja Versprechungen. Aber ich glaube, Schwertmeister kann ich noch nicht lernen. Zeige mir, wie ich ein Schwertmeister werden kann. Kann ich noch nicht. Ich brauche erst Stärke. Das ist klar. Ich habe noch 14 Lernpunkte. Super. Ja, gehen mal ruhig. Und ich meine irgendwie noch, was hier an der Hütte gesehen zu haben. Und zwar einen kleinen Lederbeutel. Hervorragend. Dann machen wir den mal gleich auf und gucken. Ja, es sind bestimmt 25 Leder drin. 25 Gold. Ja. Ja, Dandolo. Ich wollte eigentlich noch den beiden Paladinen hier mal so irgendwie lustigst die Sachen verstecken, aber... Oder mal gegeneinander aufhetzen, aber das kann ich bestimmt nur nachts machen. Gehen wir mal runter zum Fuß. Nein, das ist natürlich die falsche Richtung. Gehen wir mal runter zum Fuß. Da, wo uns die Leute empfangen haben, also die Stadtwache. Weil da habe ich nämlich auch nochmal was gesehen, was ich völlig übersehen habe. Ja, welche Logik, ne? Dandolo, komm her. Mach mal wieder Abkürzung hier. Macht er nicht. Er macht irgendwas anderes. Hey, jump. So. Ja, okay. Kommt er hinter mir her? Ja, er springt gerade. No? Ja, ist da. Gut. Und zwar, Rico. Hier war doch was. Nee, irgendwo. Ach ja, hier unten war das irgendwo. Da gab es irgendwelche Sprüche noch zu holen. Wo ist denn das jetzt? Ja, okay, Feuerwurzel das nicht. Wachenwurzel, sehr schön. Ich habe noch irgendwo Sprüche gesehen. Auf der rechten Seite. War das hier? Ja, hier muss das gewesen sein. Da sind sie. Zum Beispiel, vergessen ist nicht vergangen. Ja, wer die Modifikation kennt, der wird mich da drin auch gehört haben. Ja, aber er klappt. Oh, ich dachte, hier wären auch ein paar Schapperrüche drin. Dann gehen wir weiter. Und zwar zur Lichtung der roten Laterne. Das werde ich dann mal überspringen. Hier liegt ja noch eine Wevelsche.
Denn wie mir der gute Alain Dufon gesagt hat, in den Kommentaren geschrieben hat, und herzlichen Dank dafür, dass ich doch nochmal den Bromor ansprechen sollte. Aha. Kann ich dir helfen? Du willst mir helfen? Na schön, warum nicht? Du könntest... Aber halt, das ist ganz unmöglich, solange die Orks in der Stadt sind. Was soll ich tun? Nun, ich müsste wissen, wie es um die rote Laterne steht. Nicht, dass diese von den Orks in Brand gesteckt wurde. Wenn du das erfahren könntest, würde ich dir 100 Goldmünzen zahlen. Ja, dann müsste ich aber erstmal in die Stadt kommen. Und das wird dauern. Naja. Ja, ich habe einen kleinen Schnitt gemacht und kurz kontempliert, wo denn Seekopfs Hof ist. Und da werde ich dann mal eben schnell hinskippen. Mit Dandolo natürlich. Ne? Wenn er denn nachkommt. So, da wären wir. Hier da hinten ist die Windmühle. Das Wahrzeichen einer runenalten Mühlenwurst. Und da hinten sind schon die ersten Orks. Ja, Dandolo, wie wollen wir die denn jetzt platt machen? Die müssen wir doch irgendwie platt machen. Da befindet sich einer im Haus. Wollen wir mal ganz langsam reinschleichen. Und uns besser bewaffnen. Oh, oh, ja. Wo bist du, du Schurke? Da ist er. Und guck mal da. Ich mach dich. Oh, da kommt noch einer. Dandolo, da kommt noch einer. Mann, den müsste ich doch kriegen können. Ich soll nicht auf die Kerze kloppen. Okay. Du von vorne, ich von hinten. Ah, leg dich nie wieder mit mir an. Zu spät. Herrlich. Hat ja geklappt. Und der erste Ork oder der zweite, der liegt ja da hinten. Tja. Okay, dann räumen wir das Ganze hier von hinten auf. Gut, tja. Oh, zwei Stück. Jawohl. So läuft das doch hier. Danke dir. Ja, ein bisschen was aufnehmen. Husch, krusch, krusch. Da ist nichts zu holen. Aber bei ihm ist was zu holen. Herrlich. Gucken wir mal weiter. Truhen, die lassen wir erstmal außer Acht. Erstmal gucken, wie hier die Lage ist. Nichts zu holen. Okay. Hier ist auch nichts. Vielleicht im Lagerraum da hinten noch einer? Okay. Ah, also, läuft doch. Sehr schön. Wo ist denn deine Waffe? Da ist sie. Eine Crush Agash. Hier im Lagerhaus noch einer? Nein, keiner. Irgendwelche Artefakte oder irgendwelche anderen Sachen. Oder in Dolo müsste man mal wieder ein bisschen was trinken, aber ich denke mal, das geht noch. Ah, bleib mal hängen hier an den Balken. Okay, erstmal hier kurz rüber geguckt. Und ein Baumstumm. Und da hinten sind noch mehr. Die müssen wir natürlich auch von den Feldern räumen. Ah, guck dir mal Horst und Liesel an. Oh. Oh, 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 oh. Da sind aber viele. Und da sind noch mehr. Das ist eine ganz schöne Menge. Hilfe, Hilfe. Mann, oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Oh, Kräuter sammeln ist immer gut.
Also, falls ihr bei einigen Szenen so weiche Übergänge seht, dann habe ich Folgendes gemacht. Und zwar habe ich den Speicherscreen völlig rausgeschnitten. Ich habe mich jetzt hier in dieser Folge, ab dieser Stelle oder auch schon ein paar Schnitte vorher entschlossen, den Speicherscreen sozusagen komplett hier rauszunehmen, damit das Ganze so ein bisschen flüssiger aussieht und dann kriegen wir auch noch jede Menge Platz für weitere Action. Ich hoffe, das stört nicht. Nicht, dass ihr euch wundert, so von wegen, wann speichert er endlich mal ab. Ja, Dandolo, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier irgendwo mal anzufangen. Wir werden das natürlich jetzt nicht alles auf einmal hier in dieser Folge hinkriegen, aber eine Heilpflanze ist auch ganz gut. Ich werde jetzt wieder schneiden, das heißt also speichern. Und dann schauen wir mal. Du wirst natürlich wieder deine Armbrust ziehen, das weiß ich, aber du wirst auch noch was zu trinken brauchen. Da gebe ich dir mal ein Elixier des Krankenheiltranks. Des Krankenheiltranks. Wie viel bist du jetzt noch? Okay, du kriegst noch einen. Balla balla. Hier. So, okay, lecker. Okay. So, ja, jetzt werden natürlich ein paar auf uns zukommen. Vier Stück eventuell. Gucken wir, achso, Dandolo, Kampfverhalten. Defensiv, bitte. So, jetzt gucken. Oh, da hinten sind sie schon. Ich ziehe auch mal mein Schwertchen. Und mal gucken. Was? Ach, so geht das auch? Auch gut. So, so. So wird das nicht. So ein Mist aber auch. Ich mach. Genau. So. Oh, 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 oh. Ach, okay, das ist seine defensive Kampfverhaltensweise. Dann probieren wir es doch mal von der anderen Seite. Wenn hier so viele Leute da sind, müssen wir erstmal hier die Lage erkunden. Oh je. Müssen wir die Lage erkunden. Da sind welche. Hier sind Scavies. Den hier. Der sieht so alleine aus. Der sieht ganz alleine aus. Aber erstmal die Scavies wegmachen hier. Das geht ja gar nicht. Oh, auch das noch. Wolf. Bleib mal hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir sind hier echt in einer wichtigen Mission unterwegs. Dürfen uns nicht ablenken lassen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das könnte klappen. So, dann ziehen wir unsere Feuerwaffe am besten mal. Und, gucken mal, ob der reagiert. Ah, da sind noch mehr. Ja, okay. Ah, sehr gut. Wow, den haben wir schon mal erledigt. Gut, Dandolo, komm mal her. Okay, weiter geht's. Ah, mal gucken, wo noch irgendwelche Pfeilheinis sind. Das ist mir zu viel. Das ist auch zu schwierig, liebe Leute. Mal gucken, wie viele jetzt angetriggert werden. Drei. Und ein Dings gibt's auch noch. Oh, war ja. Ha! Oh, Dandolo ist wahrscheinlich mitten im Kampf irgendwo reingelaufen. Bleib! Ja, ja. Oh. Nee, das ist nichts. So ein dämlicher Morrer. Tja, Dandolo, das wird so nichts werden. Wenn wir da noch so viele starke Orks haben. Und da auch noch so ein Feldherr mit dabei ist. Irgendwo hier, Feldherr Mardok, da ist er. Das kriegen wir noch nicht gebacken, Dandolo. Was macht man jetzt? Noch ein Abstecher in den Wald, picknicken? Ich weiß es nicht. Liebe Leute, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen.
während ich mit Dandolo noch irgendwie hier mal den Weg freischieße, damit wir in Ruhe für die nächste Folge picknicken können. Ja, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle, sage tschüss, gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ja, bis zur nächsten Folge. Oh, Spinnerblutfliege.